Mitten? Bisschen? Bisschen? Was denn los? Du bist eine TV-Roboter, ich möchte dich. Was? Ich möchte dir übrigens was demonstrieren. Ja, was denn? Lass uns doch mal bitte in die Mitte des Schiffes gehen und ich habe ja gerade. Hier, meine Gitarre ist ja gerade im Anschlag. Wenn ich meine Gitarre jetzt weglege, ne? Mhm. Oder sagen wir, ich mach mal so. Meh. Ne? Achte mal beim Laufen bitte. Oder warte, guck mal ganz kurz. Auf meinen Hintern. Ne? Ja. Der buckelt da schon so ein bisschen raus. Und jetzt achte mal beim Laufen auf meinen geilen Knackarsch. Guck mal. Alter. Wunderschön. Was hat der sich hier eingekackt? Was ist denn da los? Mit diesem Strampelanzug. Ach ja, und ich hab noch was anderes. Achso, du wolltest gerade was sagen, ne? Ich wollte nur sagen, voll den Torpedo in der Hose, aber ist egal. Ah ja, das stimmt natürlich. Pass auf. Ich hab noch was anderes. Mal gucken, ob das funktioniert. Du musst jetzt raten. Warte, ich hab's bestimmt gleich. Was nehmen wir denn da mal? Du musst jetzt. Pass auf, was ist das? Pass auf, was ist das? Ich kenne es, aber ich. Wer hat einen Spur? Inspektor Gadget. Ach, genau. Mann, okay, pass auf. Das hat ja nicht so gut geklappt. Das hier kennst du, aber wenn du das nicht kennst, hau ich dich. Warte. Es kommt jetzt. Jetzt kommt es. Inspiration, jetzt. Inspiration. Jetzt. Ghostbusters! Or something strange in the neighborhood. We don't care. Ghostbusters! Da ist doch jetzt einer gestorben letztens, ne? Ja, der Egon. Ja, genau. Oh, voll traurig. Da war ich ein bisschen deprimiert, muss ich ja zugeben. We don't care. Ich auch. Ghostbusters! Das wollte ich eigentlich so als Tribut am Ende bringen, aber jetzt habe ich aus Versehen schon draufgeklickt. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, das war diese Folge. Ja, jetzt bin ich auch. Ich hätte noch was vielleicht. Ja, ich suche auch gerade was. Warte. Das musst du erkennen. Ich weiß, du bist nicht so der Serienfreak, aber ich dachte, weil ich einen Fernsehkopf aufhabe. Oder warte, ach, habe ich das eigentlich? Hier, das müsste doch gehen. Ah, das ist Family Guy. Yeah! Oh, well, Lois. Pia! Mal unten sein! O'Brien! Hast du die runtergeladen? Ja. Ich mir einfach mal. Hab ich heute mal ausprobiert, einfach. Geil. Yeah. Ja, das auf jeden Fall fängt ja gut an. 5 Minuten schon verkackt von der Folge. Ja, ist doch super. Aber die Leute haben ja gesagt, wir sollen mehr Instrumente spielen. Und das machen wir ja. Machen wir die ganze Folge lang jetzt.
Oh oh. Alter, mit seiner Arschtrommel. Ah. Oh, die hört sich so grauenhaft an, die Trompete. Ne? Oh. Oh, vor allem, der kommt auch noch hinterher. Ja, klar. Kann ich dich auf den Planeten beamen? Geht das vielleicht selber? Ich wollte eine Rose kaufen. Hört sich so grauenhaft an. Wir, ach ja, wir müssen ja noch, ich habe gelesen, wir müssen Eisen holen übrigens und das gibt's in den späteren Sektoren kaum noch. Ach, deswegen haben wir nie welches gefunden, okay. Ja, und wir haben nur noch 26 Eisenbarren, also müsste man tatsächlich auch noch mal ganz kurz eine Sammelfolge einlegen. Ich habe jetzt aber gar keine Planeten notiert und gar nichts. Andererseits sollen wir im X-Sektor, müssen wir übrigens auch gucken, welche Level die Sektoren sind, die Planeten. Denn manche sind dann auch Level 10 und die können wir selber nicht... Da sind wir letztes Mal sehr schnell gestorben. So. Gescheitert. Ja, so kann man es auch nennen. Gestorben klingt zu hart. Ja, hast du recht. Wir sind temporär, konnten wir es nicht machen. Hier, Threat Level 10. Ich glaube, das ist vielleicht noch nicht so unsers, oder? Ja, ich glaube, das hört sich gut an. Threat Level Nummer 10. Hier, Threat Level 5, oder? Forest Planet, großer Forest Planet, können wir machen. Ja, können wir machen. Okay, da ist aber Giftwasser. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, oder? Nee, wir suchen ja eh in der Erde rum. Genau, genau, genau. So, ich pack mal Fuel schon mal hinterher. Alles Kohle, was ich habe, habe ich jetzt in Fuel investiert. Für mein Outfit irgendwie suboptimal. Du siehst aus wie ein echter Held. Ist schon okay. Ja? Mit meinem komischen Superhero-Shirt? Ja, klar. Ich vermisse meine coolen Fledermausflügel. Und ich habe echt viel Scheiß im Inventar schon wieder. Scheiße? Ich habe zweimal eine Lead-Gitarre, warum das denn? Und irgendwie hört sich das Raumschiff so komisch an, kann das sein? Ja, das wird mit einem Patch behoben, das ist kaputt. Ah, okay, ich war kurzzeitig war ich verwirrt. Verwirrt? Die Schränke... Ah, ein bisschen aufräumen hier. Okay, aber das Fernsehoutfit packe ich mal weg, das ist vielleicht mal ganz witzig, aber ich glaube... So, packe ich mal weg. Uranium. Ich gerade. Uranium? Mhm. So, warte mal, wo ist denn die Windel? Da. Haben wir irgendwo eine Kiste, wo die ganzen Instrumente drin sind, sag mal? Ich wünschte, wir hätten eine. Vielleicht da, wo der Blueprint drin ist? Ja. Gut. Da. Und da. Und da habe ich noch ein Xylophon. Da. Und dann nehme ich die Gitarre, packe ich vielleicht auch mal rein. Da. Denn ich hatte lieber die rote Gitarre wieder. Da. Ich glaube, ich habe Hunger. Ich bin mir nicht so sicher. Iss doch mal was. Hört sich an, als ob du Hunger hast. Meinst du, ich habe Hunger? Ich glaube, du hast Hunger. Boah, wenn ich Hunger habe, dann esse ich mal lieber was. War mir nicht so sicher, ob ich Hunger habe vielleicht. Ja, ich glaube, es ist auf den Hunger zurückzuführen. Hm, na gut. Uranium. Ach ja, wir haben ja Uranium und diese andere Zuppe gesammelt, ne? Ja, genau, genau. Was hier, wofür überhaupt gar kein Platz mehr im Schrank ist. Ich glaube, das ist rechts da in die Kiste einfach mal unten rein, weil ich nicht wusste, wohin damit. Ja, mach ich auch. Regisalt. Wir haben auch schon die Regisalt-Rüstung, ne? Da, so weit sind wir ja schon. Ja. Was bleibt denn da noch? Was müssen wir als nächstes denn eigentlich machen? Tobi, du hast dich doch informiert. Weiß es nicht, wir sind ja im X-Sektor, ich glaube. Weiß nicht, ob es da noch einen Endboss gibt. Auf jeden Fall sind wir gut vorangekommen. Ja, das stimmt. Aber es wird übrigens auch alles umgestellt, habe ich gelesen. Habe ich eigentlich noch beide Waffen? Ja. Es wird umgestellt. Nämlich, Starbound wird umgestellt, es gibt keine Sektoren mehr. Also es gibt dann keinen Alpha, Beta, Gamma mehr. Sondern es gibt verschiedene es gibt verschiedene Sektionen im Sektor, in die man hinfliegen kann. Je nach Threat-Level muss man aber aufrüsten, um überhaupt hinzukommen. Oder um den Planeten betreten zu können. Und ansonsten gibt es dann noch einen PvP-Sektor und sowas. So wird das dann gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. PvP, da freue ich mich schon drauf. Ja. Warum? Warum? Nee, kann man mal ausprobieren fürs Let's Play, kann man ja zeigen, ne? Gegen wen denn? Ja, wir suchen uns einfach jemanden aus, den wir hier mit einladen und sagen, hey, wir sind gut Kumpel und so und dann... Ja. Ach so, okay. Haben wir wirklich schon... Die Egisalt-Rüstung haben wir noch gar nicht. Was habe ich denn? Ich habe da 8 Platinium habe ich hier. Platinium, ja.
Schaden? Ich habe 101 Egisaltor. Ich schmeiß die mal kurz in den Ofen. Ich weiß aber nicht, wie viel wir brauchen. Ich smelte die schon mal ganz kurz. Warte mal. Okay, das sind wieder 2 pro Bar. Ich glaube nicht, dass wir da schon genug für haben, dass wir uns die Rüstung machen können, oder? Das glaube ich auch nicht, aber ich möchte das Risiko mal eingehen. Dann müssen wir auf jeden Fall, wir müssen Egisalt sammeln. Egisalt und später vielleicht Eisen. Hier machen wir erstmal Egisalt. Oder aber, dann sollten wir aber vielleicht auf dem Wüstenplaneten. Was sind das hier unter uns jetzt? Ach, ein Forest-Planet. Ja, ist ja so ein Kackding wieder, so ein Wurstplanet. Ja, wenn wir noch genug zum Reisen haben, dann... Ja, also ich habe noch ein bisschen Kohle und du doch bestimmt auch noch. 202 habe ich noch, ja. Wir könnten aber erstmal auf diesem Planeten natürlich runterbeamen, wenn wir schon mal da sind, können wir natürlich mal gucken. Das klingt natürlich noch besser. Nö. Hier hab ich habe noch einen Blueprint für dich übrigens. Hier, das... Oh, das hast du noch nicht. Liegt auf dem Schrank. Hau ab. Liegt auf dem Schrank. Hab ich dir vorhin hingeworfen, weil ich es schon kenne. Nein. Das habe ich extra für dich gesammelt in der letzten Folge. Okay. Alter. Geh mir weg mit den Dingen, ich will das nicht. Wie ist jetzt denn nach mir wirft die ganze Zeit? Geh weg! Oh, scheiße! Nein! Floß weg! Oh! Oh, halt! Tobi? Hm, was denn? Oh, 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 oh. Cool. Tobi? Ja? Ach, nichts. Oh, oh. Hm? Das sind Diamanten für dich. Wieso für mich? Nee, sammel du die ruhig. Warum? Boah, Alter. Wir sind X-Sektor hier jetzt gerade, ne? Boah, ja. Boah, die, okay. Warum nimmst du die Diamanten nicht mit, du Eumel? Weil ich gekämpft habe. Ich konnte nicht. Ich wurde angegriffen. Von was denn? Von deinem schlechten Gewissen, dass du mir dieses scheiß Blueprint untergejubelt hast, oder? Ach, schlechtes Gewissen. Ja. Was erzähle ich hier eigentlich? Uff. Oh. Ich hab's aber nicht aufgehoben. Du kannst doch nicht liegen lassen. Das ist ein waschechtes Blueprint. Vielleicht ist es ja ein Double Jump. Guck nochmal genauer. Weiß ich nicht. Kannst du mal für mich gucken? Ich hab gerade im Kampf. Ernsthaft? Wie er mir nicht hilft, weißt du? Ja. Mach hier mal nicht den Dennis. Schon laut mit dem Hund. Oh, der Arme. Voll geschmollt. Hast du gerade, wolltest du gerade mich dazu bauen? Nee. Das hab ich doch gesehen. Oh, warte mal. Du übersiehst ja die ganze Zeit die Rohstoffe, Tobi. Wir brauchen die doch. Ich übersiehe die nicht. Ich lasse dir und hol mir hier die Kiste. Warum? Weil da 5 Steelbar drin sind. Hallo? Alter, Tobi, das ist doch fürs Team. Wir müssen doch die Rüstung machen, damit wir überleben. Fürs Team? Du kannst doch hier nicht deine eigenen Interessen verfolgen und im Säurebad landen. Wie soll ich da durchkommen? Ohne Double Jump natürlich. Aber Gronkh, du hast doch die Gravity-Bubble. Die ist doch 1050 Milliarden besser als der Double Jump. Wollte ich nur mal ganz kurz darauf hinweisen. Ich will den scheiß Was? Double Jump. Die Gravity-Bubble geht mir am Arsch vorbei. Die ist so lahmarschig. Ich möchte, dass man das auch weiß. Ich möchte nicht die Gravity-Bubble nutzen müssen. Denn ich mag sie nicht. Tobi, schlägst du da hinten Tiere? Nee, da verreckt gerade ein Tier im Grün. Ah, na, wenigstens ist es im Grün. Die Bäume hier sind schön. Das stimmt. Oh, oh, Tobi, Tobi. Warte. Uah. Das ist ein Hund. Das wäre, dass wir ausgerechnet heute einen Hund finden, Alter. Ist doch nicht wahr. Ja, so. Was machen wir mit dem Hund? Ich weiß es nicht. Oft behalten ihn jemand hier im Käfig.
Wir können ihn ja nicht tamen, ne? Oder? Warte mal. Wir müssen, ja, pass auf. Wir probieren das mal. Oh, hä? Wo ist denn mit Wasser hin? In mir. Bitte was? Warte mal. Hab ich das zufällig, das habe ich doch in der letzten Folge aus Versehen eingesteckt. Hab ich das noch bei mir? Supernova Arrow Guard. Ich habe so viel Kacke im Inventar, aber das, was ich brauche, haben wir nicht dabei. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab's natürlich nicht dabei. Scheiße. Hm, kann man sich so ein Ding hier einfach so bauen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Da braucht man die Ingredienzien. Was machen wir mit dem Hund hier? Ich wusste nicht, dass man die auch treffen kann. Das ist mir ein bisschen peinlich. Boah, wo ist der denn hingeflogen? Voll weggesegelt. Das wollte ich gar nicht. Das glaubt man mir sowieso nicht. Wenn das der denn sieht, ey. Oh. Ungeöffnet zurück. Hier, die Kohle nehme ich auch mal mit, ne? Mhm. 160 Pixel, alter Spiel. Geil. Oh, ich sollte vielleicht mal... Und du auch. Was denn? Le Gesundheit. Gold. Gold brauchen wir aber nicht, ne? Na, nicht zwingend. Man könnte ja sagen, hui, aber... Nee, eigentlich nicht. Alter, überall jaulen sind... Ich höre überall nur noch Hunde jaulen. Ja. Das ist ja schrecklich. Wir dürfen gar nicht sagen, was los ist. Lustige Dinge. Ja. Insider sozusagen. Ah, Insider, ernsthaft? Alter, hör auf jetzt. Okay. Wir verstören die Leute. Au. Kannst das Grünzeug da gleich mal aus dem Boden popeln? Ja. Super. Aber wir brauchen ja eh das andere Grünzeug, ne? Das sieht ja nur so ähnlich aus. Ich brauche Uranium hier. Da können wir uns eine Atombombe bauen. Brauche auch mal 10 Jahre, bis ich... Ach, super. Ich hasse diese Giftplaneten. Was machst du denn gerade? Bist du still? Ich komm dir gerade hinterher gelatscht. Ach so. Verprügel jaulende Schildkröten. Aua. Oh, Hilfe. Schildkröten? Nein. Boah. Puh. Oh, diese Vögel, ne? Hast ja, nicht nur die. Oh. Ich höre jemanden boxen und wir haben eine Ebene. Wir haben wieder Pilzköppe. Die kämpfen gerade gegen einen Vogel. Richtig so. Hey, du hast Spaß. Vorsicht, oben ist ein Kackvogel. Guck mal, die haben so rote Armbinden. Voll die Nazis. Sind die auf Streife? Streife? Vielleicht sind die Streifenhörnchen. Oh. Warte, wir helfen dir. Schwimmen, lern schwimmen. Manchmal muss man die Leute an den Arsch treten, damit die schwimmen lernen. Machst du den und hol dich mal die Rohstoffe da hinten raus? Ja. Super, ich danke dir. Ich glaube aber, wenn der einen mit seinem Schwert trifft, ist auch vorbei, oder? Auf. Nur geht eigentlich. Die machen nicht so viel Damage. Oh. 3 Pixel? Ernsthaft? Hat sich richtig gelohnt für dich. Das ist ja nüscht. Welch ein wilder Fang. Oh, Tobi! Kacke! Nee, keine Kacke. Wir haben einen Knast gefunden. Ach so. So ein Floraner-Knast. Ah, Uah. Hui. Ein Schuss und ich bin tot, Hier, oh. Heil dich hier schnell. Vorsicht, oh. Aber sowas haben wir noch nie gefunden, oder? Nee. Ich
hab sowas mal im Singleplayer gefunden vor Ewigkeiten. Das ist ja cool. Das ist das Bett hier? Ja, da kommen auch Zellblöcke und sowas. Apropos Zellblöcke, ich bin gerade beim Zellblöcken. Oh, ich komm mal rum. Hört man auch irgendwie. Hallo? Drück doch E. Ja, siehst du, jetzt nämlich die blutrünstigen Floraner eingefangen. Die sind ja sowieso schon sehr brutal. Das muss man auch. Oh, da kackt die Framerate aber ein bisschen ein, ne? Ja, bei mir auch gerade. Oh, Alter. Oh, die Pisser machen ja richtig Schaden. Los jetzt! Aber echt mal, reicht jetzt langsam. You killed bla bla bla. Muss man die Türen abbauen, oder wie? Ja, ja, das sind, ich glaube, man kann die auch alle öffnen bei so einem Zentralverriegelungsding. Ah, okay. So, das nehme ich mal mit. Und vor allem das Geile ist, wenn man jetzt im Boden gräbt, dann kann man diese Kohle da unten mitnehmen. Die sonst Schaden macht. Das ist ganz geil eigentlich. Warte mal. Ich guck mir das mal an. Ja. Kohle. Da unten siehst du die Leuchten unterm im Boden? Ah, okay. Schnauzepuppe! Habt ihr nichts zu tun oder was? So, ich hab da mal ein bisschen was mitgenommen. Ich heile mich auch gerade mal. Warte, soll ich das machen? Ach, machst du ja auch. Ah ja, cool. Cool. Burning Cold. Was kann man die verwenden fürs Schiff oder wie? Naja, später für unsere Bude, für coole Accessoires. Wir können uns die gegenseitig natürlich auch unter die Füße schmeißen, das sollten wir aber vielleicht nicht unbedingt tun. Nicht? Nein. Denn ich weiß nicht, wie viel Schaden die macht. Und ich will es auch nicht unbedingt rausfinden. Was ist das denn? Ist das eine Lampe da oben oder ist das ein Springbrunnen? Hm? Hey, sieht aus wie eine Lampe, oder? Oder ist das... Das Grüne? Wie das hier, das Blaue? Das kannst du mal mitnehmen. Das macht sich gut später bei uns. Huh? Oh. 5 Copperbars. Ich hab wieder so viel Scheiß hier. Au. Oh. Ich sehe hier gar nichts mehr. Du war irgendwie cool hier. Ne, finde ich auch. Weil ich, wie gesagt, immer noch schade finde, ist, dass es hier keine so Kisten und sowas gibt, so Dungeon-Kisten, so, weiß ich nicht, so Geheimkisten. Und ja. Den Loot bekommt, so. Huch, hey. Mega. Oh, I can't take it much longer. Ich brauch den Double Jump. Oh, warte mal ganz kurz, ich will mal was probieren. Jo, ich habe alle Zellen geöffnet. Ach, damit geht das, cool. Schnauze ihr beiden. Yeah, und die Häftlinge entweichen und fangen hier quasi einen Krieg an. Wir sollten uns heilen, glaube ich. Ja. Bin ich stark d'accord? Verteilt sich gerade wieder Headshots. Ja. Oh, eine Erfrischung. Das ist aber lieb. Boah, irgendwie braucht man voll viele Bandagen, bis der Lebensbalken oben aufgefüllt ist. Ja, das stimmt. Dann haben wir doch die neuen Bandagen. Nein. Nee, die neuen Bandagen lohnen sich irgendwie gar nicht, finde ich. Nee. Könnte ja auch mein subjektives Empfinden sein, aber es lohnt sich nicht. Hm? Hm? Suchst du was? Ja. In der Tat. Eine Höhle? Ja, hier drüben ist noch ein Knast. Hä? Ja, das ist unfair.
Hey, du blöde Kuh. Was machen wir doch sonst? Mach die Türen auf. Okay, ich mach gar nichts mehr, obwohl ich tot bin. Was? Nein, nein, nein. Noch nicht. Ah, oh, ich hänge hier fest. Hilfe! Oh. So, hier stirbt keiner. Niemand bleibt zurück. Ich bin zurückgeblieben. Penis. So, ach, guck mal. Oh, wie lieb von dir. Oh, geil. So. Also eine Knastrevolte gibt das jetzt nicht mehr. Nee, wird schwer. Oh, die Armen. Sind wieder ein paar Zimmer frei. Ich frag mich, was die so verbrochen haben, dass sie hier im Knast krepieren. Vielleicht ist das einfach nur Unterdrückung und die haben gar nichts gemacht. Aber naja, ist der schon Mörder? Das merkt man ja schon. Mördern? Huch, Mördern. Wie? Jetzt hab ich grad. Ah. Tschüss. Oh, das wird immer ein bisschen trickiger, ne? Ja. Ach, du Heilige. Kommen wir gleich zu Diablo, oder was? Sieht echt so aus. Oh, warte. Nicht gehen. So. Aber schön Kohle später für unser beschauliches Häuschen. Oh. Hast du Hunger? Ja. Ich könnte einen leckeren Gefangenensalat zubereiten. Da unten waren wir schon, ne? Ja, ich glaube. Und hier unten? Ach, ja. Ist ja alles, haben wir alles schon. Tja, ich glaube, das war der Knast, wie es aussieht. War aber mal eine coole Nummer. Ne, finde ich auch. Krass, dass wir nach fast 100 Folgen immer noch neue Sachen finden. Das muss man aber Star Wars echt mal zugute lassen. Und vor allen Dingen... Oh. Vor allen Dingen bauen die ja immer noch neue Sachen rein. Da kommt ja noch ganz viel jetzt. Farming wollen sie auch noch mit reinbringen übrigens. Echt? Mhm. Krass. Soll eins der nächsten Sachen werden, wenn es halt umgestellt wird alles. Cool. Können ruhig noch von mir aus tausende Sachen mit reinbauen. Boah, von mir aus auch. Es macht auch sau Spaß. Und ich muss auch übrigens auch sagen, es macht auch sau Spaß mit dir zu spielen. Lieber Tobi, wenn ich erstmal ja, so... Ja, das kann ich nur zurückgeben. Oh, vielen Dank. Ach, wir sind doch wieder so freundlich. Noch. Okay, jetzt schnell wieder Hardcore tun, Arschloch. Boah, dieser blöde Scheißaffe, ey. Wo geht's hier raus, sag mal? Dumme Robot. Ja, ich... Ja? Weißt du das etwa nicht? Nee. Weißt du was? Hm? Was ist denn da unten? Ja. Hast du den Ausgang schon? Was? Hast du den Ausgang schon gefunden? Was? Ach, ja. Welchen Ausgang denn? Vorsicht, es ist Nacht draußen und... lass mich in Ruhe. Nicht runterschmeißen. Alter. Nein. Das gibt's nicht. So. Also nachts ist der Planet nicht unbedingt freundlich. Alter, ich bin fast tot. Nein, ich bin tot. Du auch? So ein Drecksplanet. Alter, Scheiße, ey. Weißt du was? Weißt du, was wir jetzt machen? Tobi, du bist auch tot? Nein, was denn? Ja, ich bin auch. Ja. Sind wir jetzt beide auf dem Raumschiff? Ja. Weißt du, was wir jetzt machen auf dem Raumschiff? Hm, was denn? Pass auf. Wir scheißen jetzt voll auf den Planeten. Aus dem Weltraum kacken wir auf den Planeten.
So. Schläuche leer. Nochmal mit der Nachdruckdüse. Huch! Ist das. Hui! Ich hab Hubba Bubba gegessen. Achso. Ich hab mich schon gewundert. Sieht so ungesund aus. Okay, der Planet war scheiße. Für unsere Zwecke. Wir brauchen ja auf jeden Fall einen Sandplaneten, ne? Ja, ich glaube auch. Da kann man gut farmen. Magma vielleicht? Magma? Magma ist. Ist das Sand genug? Weiß nicht. Tentakel Stufe 10? Magma? Hier, Schüler Magma Stufe 10? Ja, Magma Stufe 10 ist genau unsers. Oh, Grasslands. Voll der große Planet, aber leider Level 10, der andere Level 8. Ach, wir sind gefickt im Exektor. Nee, wir sind gestrickt. Oder geschickt? Wir sind einfach gestrickt. Wir sind geschickt im X-Sektor. Ja, wir wurden in den X-Sektor. Alter Dschungel, was ist denn hier los? Gib mir nochmal richtige Planeten. Tundra, Tentakel. Wir sollten das übrigens nicht aufnehmen, nachdem wir GTA aufgenommen haben. Ja, ich glaube auch. Hier, Desert Level 5 ist gut, ne? Ist besser als Desert Level 10, oder? Ja, ich glaube schon. Ist aber auch viel kleiner. Oh, du hast dein altes Outfit wieder an. Feier ich. Bück dich. Warte, ich kann gerade nicht. Was denn? Was machst du? Was ist das denn für ein Dr. Rums? Keine Ahnung, habe ich bei diesen Floradern gefunden. Aber der macht gut Schaden. 165. Wo sind denn meine Teufelsklamotten alle hin? Die Maske? Habe ich das alles hier in die Kiste gelegt? Ich mochte diese Maske hier. Was hatte ich denn da noch an? Irgendeine schwarze Klamotte, glaube ich. Ach, das war bestimmt noch von... Ah, ja, ja, das war von vorher noch das Ding. Yo. Mach ich mal wieder den hier. So, das gefiel mir ganz gut eigentlich, die Kombo, oder? Ja. Obwohl, nee, warte. Das hatte ich ja abgelegt. Das hatte ich doch eingetauscht gegen... Das gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Oh nein. So, oder? Ja, wunderschön. Warum bist du nicht so begeistert? Also wieso habe ich so viel Kack im Inventar? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich sortiere auch so ein bisschen gerade aus. Aber muss ich auch mal gerade machen. Burning Coals, geil. Prison Cage, schmeiß ich mal eben weg. Log behalte ich mal. Scheiße. Sugar. Sweets Sugar Daddy. For my sweets. Sugar for my honey. Na. So. La 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 la. So viel Kacke im Inventar. Darauf komme ich voll nicht klar. So. Ich habe immer noch viel Kacke im Inventar. Door, also so viele Türen aus dem Knast gerade mitgenommen. Die Stimpacks. 98? Wie viel machen die denn? Ach so. Eine Stormriser habe ich gerade gefunden, aber eine Plasma Rifle mit 98 Schaden, kannst du die gebrauchen? Nee, ich habe auch gerade schon die ganze Zeit Waffen weggeschmissen, weil da so viel Kacke dabei war. Na gut, dann schmeiß ich einfach mal weg. Man wird ja langsam überheblich, weißt du? Ja, naja, weißt du, also... Wir haben es schon drauf, muss man schon sagen. Ja, pass auf, ich schmeiß mal die Sachen von dem anderen Zeug, schmeiß mal in den 3D-Printer. Dann müssen wir nichts mehr in die Kisten legen. Das wurde auch oft genug gesagt, dass wir das machen sollen. Okay. Scanne ich jetzt die Couch ein. Ich habe zwar nicht mehr so viel Geld, aber dafür müssen wir die Sachen nicht mehr in die Kisten legen und können die immer wieder ausdrucken. Ne? Ja. So, oh, jetzt bin ich ja gleich echt pleite. Jetzt habe ich nur noch 100 Pixel oder so. So, Epic Slug, Alok, ja gut, das klappt alles noch. Gazer, kann ich ihn einscannen? 375, kann ich mir gar nicht mehr leisten. Wir müssen dann echt mal so ein bisschen so eine Einscan-Runde hier machen, glaube ich. Da müssen wir uns aber wirklich ein paar Nuggets nehmen, machen die zu Pixeln oder machen wir eine mega Einscan-Runde, oder? Ja, müssen wir eigentlich echt mal machen, dann können wir auch ein paar Sachen aus den Kisten vielleicht wegschmeißen einfach. Genau, das meine ich ja, da kriegen wir die Kisten eigentlich fast wieder leer. Ich habe Propeller eingescannt. Juhu, endlich ist der Propeller weg. Ich meine natürlich, ach, schade, gerade der Propeller war mein Highlight. Ich hab noch 3 Stück. Hier, Holy Terror Arm, ich schmeiß das auch mal weg gerade. 58 One-Handed ist zwar schön. 51 One-Handed. Ich hab grad
gerade Barbwire eingescannt. Two-handed. Hier, der macht gar nichts, hat 84. Lalala. Barbwire, cool. Ich habe da gar keine Pixel mehr, sonst würde ich auch noch einscannen. Ach, das kostet. Ach, das kostet Pixel. Ja, okay. Das kostet Pixel. Ah, 1000 habe ich aber noch. Hier von den Dingern haben wir auch genug. Da geht noch was, sure. Tobi, ich habe mal eine Frage. Ja? Wo ist denn eigentlich der Spielautomat? Der Spielautomat. Der Spielautomat. Hast du Kommentare gelesen? Ich habe. Lass mich dabei dein Köpfchen kratzen. Vielleicht erinnerst du dich dann besser. Ich habe Kommentare gelesen, Tobi. Stand da irgendwas drin? Da stand drin, ich soll dich mal fragen, wo unser geliebter... Oh, ich dachte gerade explodiert. Wo unser geliebter Spielautomat ist. Fällt es dir wieder ein? Ich kratze dich nochmal am Köpfchen. Vielleicht fällt es dir dann wieder ein? Als ich gedrückt hatte, war es schon zu spät. Soll ich dich auch mal drücken? Nein. Ja, müssen wir uns einen neuen suchen, wurde da übel. Tobi, der Spielautomat hat mir was bedeutet, verstehst du? Was bedeutet? Ich hatte fast Platz 1. Platz 1. Ich schieß mit der hier lieber nicht. Warum? Weiß ich nicht. Ah, Liebe und Schmerz, Tobi. Liebe und Schmerz. Nein. So, wollen wir mal nach unten gehen und gucken? Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Ach ja, in der nächsten Folge gehen wir nach unten. Das wollte ich hören, das wollte ich hören. Okay, super, super, super. Tobi? Ja, ja. Du besorgst uns einen neuen Spielautomaten. Ich tue mein Bestes. Sonst benutze ich deine Nase als Hüpfburg im Gay Club. Oh nein. Dann viel Spaß, mit der Aussicht dabei. Oh Gott. Ja gut, in der nächsten Folge besorgt der Tobi einen Spielautomaten. Da freue ich mich drauf. Tschüss. Wuff. Tobi? Ja? Tobi, was machst du in der nächsten Folge? Ich besorge uns einen Spielautomaten. Das wollte ich hören. Ja, Leute, freut euch drauf, wenn der Tobi in der nächsten Folge keinen Spielautomaten besorgt. Alter, dann geht ihr natürlich auf sein Video und dann müsst ihr ihn aber haten und sagen... Du Unhold, du tu nicht gut, du Hallodri. Ne, also richtig Gas geben. Der das Tobi endet dann bestimmt in Wichser, Hurensohn, Missgeburt. Ja, gut, das ist ja. Das ist. Das war die Übersetzung gerade einfach. Oder? Genau, genau, genau. Also den Tobi richtig fertig machen. Richtig fertig machen, du Strolch, du Unbehaglicher. Ich wechsle zu Clipfish, leck mich. Ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf den Spielautomaten. Tschüss!